DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DocVlog. Und irgendwie scheint es doch wieder aufzuploppen, das extrem wichtige Thema Grippe. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, was ist eine Grippe, was ist der Unterschied zwischen einer Grippe und einem grippalen Infekt, wann müsst ihr was tun und vor allen Dingen, wann müsst ihr euch impfen lassen. Prinzipiell kann man also sagen, eine Grippe, eine richtige Grippe wird verursacht durch den Grippevirus. Gibt es verschiedene Arten von Grippeviren, das nennt sich Influenza-Virus. Also der Influenza-Virus verursacht die richtige Grippe. Es gibt noch ganz viele andere Viren, nicht Bakterien, das ist wichtig, sondern Viren, die so eine allgemeine Mattigkeit, Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter und so fort verursachen. Und das ist in der Regel aber keine Grippe, sondern das sind dann grippale Infekte. Und das wird oft miteinander vermixt und es ist ganz wichtig, dass man da unterscheidet zwischen der Grippe und einem grippalen Infekt. Also nochmal, grippaler Infekt ist so das, was man üblicherweise hat, mit es geht einem nicht gut, man hat ein bisschen Fieber und so weiter und so fort. Grippe, da geht es einem ganz, ganz schlecht. Innerhalb von ganz kurzer Zeit kriegt man ganz hohes Fieber, es geht einem mies, man denkt so richtig, man stirbt jetzt oder sowas. Das ist so eine klassische Grippe und die wird durch den Grippevirus, durch den Influenza-Virus verursacht. Und gegen den kann man sich impfen. Und das sollte man in der Regel auch tun, denn wir alle haben mit anderen Menschen Kontakt, wir alle haben mit anderen Menschen zu tun und die Grippe wird Mund zu Mund durch eine Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen und nur wer geimpft ist, bekommt sie in der Regel nicht. Da muss man auch wieder gucken, es gibt verschiedene Impfstoffe. In der Regel geben wir den Impfstoff, der gegen die meisten Unterarten der Grippeerreger wirksam ist. Jedes Jahr kommt ein neuer Impfstoff, weil jedes Jahr gibt es wieder neue Grippeviren, die gerade in Mode sind. Das wird von den mikrobiologischen Instituten, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, wird da geschaut, was ist dieses Jahr, ja, der heiße Scheiß, wollte ich sagen. Da wird von den mikrobiologischen Instituten, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, geschaut, welche Grippeviren sind dieses Jahr ganz besonders aktiv und gegen diese Viren wird dann ein Impfstoff auf den Markt gebracht, der gegen die meisten momentan aktiven Viren hilft. Leider nicht gegen alle. Das heißt, man kann auch eine Grippe bekommen, wenn man gegen Grippe geimpft ist, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher. Und gerade Kinder, Schwangere, ältere Personen sollten sich ganz dringend gegen die Grippe impfen lassen, denn während die Grippe bei den meisten Menschen zwar sehr fulminant und mit vielen Symptomen verläuft, aber in der Regel normal wieder abheilt, laufen ältere Personen, Schwangere, alle, die irgendwie mit dem Immunsystem nicht ganz so gut beieinander sind, wirklich Gefahr durch eine Grippeinfektion, ja, im schlimmsten Fall auch zu sterben. Es gibt auch ab und zu mal jüngere Menschen, die an einer Grippe sterben. Und woran liegt das? Die Grippe birgt die Gefahr, dass sich eine sogenannte Pneumonie, eine Grippe-Lungenentzündung entwickelt. Und die Grippe-Pneumonie, die Influenza-Pneumonie, das ist eine ganz, ganz gefährliche Komplikation der echten Grippe, der Influenza. Wenn man die bekommt, dann liegt man in der Regel auf der Intensivstation. Es geht einem richtig, richtig schlecht. Und deswegen hört der Arzt in der Regel auch, wenn der Patient kommt und er hat den Verdacht auf Grippe, immer die Lungen ab, um zu sehen, liegt da eventuell eine Lungenentzündung vor, muss man da ganz schnell handeln oder nicht. Was kann man jetzt gegen Grippe tun? Und das ist zum einen das Gute, zum anderen aber auch das Problem bei den Leuten, die richtig schwer erkrankt sind. Denn gegen Grippe kann man in der Regel gar nicht so viel tun, um nicht zu sagen überhaupt nichts. Man kann symptomatisch behandeln, man kann Fiebersenker geben, man kann Flüssigkeit geben, aber gegen den Virus an sich gibt es eigentlich nichts, was man machen kann. Es gibt zwar sogenannte Virostatika, die kann man verabreichen, aber die wirken meistens eher nicht so richtig gut und verkürzen die Erkrankungszeit meistens um 6 bis 12 Stunden, also eigentlich lächerlich. Dementsprechend stehen wir der ganzen Sache so ein bisschen hilflos gegenüber und deswegen ist es wirklich so unglaublich wichtig, dass man sich gegen Grippe impft, denn auch wenn man geimpft ist, kann man die Erkrankung ja nicht an andere weitertragen. Ich kann ja nur die Erkrankung weitertragen, wenn ich die Erkrankung habe. Wenn ich sie nicht bekommen kann, kann ich sie nicht weitertragen. Also, Grippeimpfen nicht vergessen und wenn ihr
Großeltern habt, die irgendwie in Gemeinschaftseinrichtungen leben oder auch einfach nur alt sind, was Großeltern ja in der Regel sind, oder kleine Kinder oder Schwangere und so weiter und so fort, dann unbedingt zum Arzt schicken und gegen Grippe impfen lassen, denn das ist wirklich wichtig und das kann Leben retten. Grippe, die richtige Grippe, kann richtig gefährlich sein. Und jetzt natürlich noch die Frage, und das habe ich vorhin schon mal angesprochen, warum muss man sich eigentlich jedes Jahr aufs Neue impfen lassen? Das liegt daran, dass jedes Jahr wirklich andere Subtypen der Grippe um sich greifen. Manchmal gibt es so richtige Epidemien, dann gibt man dem irgendwie einen schwungvollen Namen, Schweinegrippe, Vogelgrippe oder sonst was. Denk mal an die spanische Grippe. Die spanische Grippe hat 1918 ungefähr 25 Millionen Menschen ausgerottet. 25 Millionen Menschen, das war damals ein relevanter Teil der Weltbevölkerung. Und ja, deswegen ist es einfach so wichtig, sich zu schützen. Geht zum Arzt, lasst euch impfen. Like dieses Video, folgt uns bei YouTube, bei Instagram und hört den DocPod. Der kommt immer dienstags raus mit tollen Themen. Ihr könnt uns gerne auch Themenvorschläge geben, auf die gehen wir gerne ein. Ich sag, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.